Gleich ist Sonnenuntergang hier am Kupfersee und ich teste jetzt in den Abendstunden nochmal einen Spot, den ich gerade noch vom Nordlichtguru bekommen habe. Und da hat das richtig gut ausgesehen bei ihm. Also, ran hier an die Stelle, testen, testen, testen. Und ich würde sagen, als erstes mischen wir uns gleich eine passende Futtermische zusammen, um die Köder hier nochmal ein bisschen mehr zu boosten. Ja, eine der wichtigen letzten Stellen sozusagen am Kupfersee. Ich glaube, die wichtigsten Spots haben wir mittlerweile durch. Der klassische Standardspot, der Einser-Spot sozusagen. Zu jedem der Spots gibt es ja schon ein Video, komplett alles erklärt. Also vom ersten Spot, der anfangs oder der eigentlich immer läuft, dann die nächsten zwei weiteren wichtigen, die regelmäßig laufen, aber auch immer mal unterschiedlich. Und jetzt landen wir hier mittlerweile beim fünften Spot. Das ist mal nicht so schlecht. Also, fünf Spots haben wir auf jeden Fall schon mal. Und bei dem Spot müssen wir allerdings sagen, hier in der Area, das ist vielleicht nicht so eng gefasst auf einem Spot, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr. Also, wir haben auf jeden Fall hier diesen Bereich, diesen Spot. Hier stand ich auch schon eine Zeit lang. Hier gab es auch schon ein Video zu. Also hier einmal raus, so in Richtung 15 Meter hier zu diesem Baum wieder geworfen. Beziehungsweise jetzt hier vorne in der Area. Hier jetzt gerade schön mein Camp ein bisschen aufgebaut und hier sind wir jetzt gerade nur sogar auf 10 Meter Entfernung raus. Also relativ nah, ufernah und hier soll das richtig gut funktionieren. Allerdings auch hier wieder mit einer Futtermische und die basteln wir jetzt mal eben nach und die gucken wir uns mal eben an. Auch vom Nordlichtguru gemacht. Allerdings, ich habe natürlich erstmal ohne Futtermische reingeschmissen. Ich bin ja immer gespannt, was ist alles da ohne Futtermische. Das ist auch immer wichtig, um zu gucken, muss man vielleicht seine Futtermische irgendwie beeinflussen, auf irgendeinen Schwerpunkt vielleicht gehen, um vielleicht ja, manche Population zu heben oder zu senken. So, und von der Futtermische her, wie gesagt, die basteln wir jetzt zusammen von den Ködern. Wir sind komplett auf Karamell wieder unterwegs. Karamell läuft ja zurzeit ganz gut. Weil ich eben jetzt hier komplett auf Karamell bin, teste ich natürlich jetzt in den nächsten Tagen nochmal nachdem der Spot quasi vom Karamell so ein bisschen wieder befreit ist. Also wie ändert sich das? Und natürlich, wie immer beim Karpfenangeln seit neuestem Jahr, die Wassertemperaturen auch im Blick behalten. Wir haben jetzt gerade normales Wasser, also normale Wassertemperatur. Und bei diesen normalen Temperaturen, da soll das wohl gut laufen. So, wir fangen mal an. Wir bauen uns mal eben die Futtermische nach. Soll ich die als PVA? Ja, macht das Ganze vielleicht ein bisschen leichter, dann kann ich das einfach dran tüdeln. Er hat hier die Rapssamen als Basis genommen. Auch nicht schlecht. Hochwertige Basis. Gucken wir einfach mal, inwieweit das ankommt. Vielleicht nicht so ganz klassisch für Karpfen, aber wenn das ein bisschen mehr die Kois vielleicht triggert, ist das ja auch nicht so schlecht. So, dann brauchen wir hier zweimal was Gemahlenes und dann brauchen wir aber zusätzlich auch noch hier die süße Sahne. Eigentlich ist es dann zweimal die Sahne. Süße Sahne, süße Sahne, süße Sahne. Und dann nehmen wir hier nochmal eine Sahne mit. Dann nehmen wir hier einmal einen Kokossahne, hat er mit dabei gehabt. Füllen wir uns 6er Feed Pellets. Machen wir einfach mal ein bisschen was Größeres. Hier 7er, 8er Feed Pellets. So, dann hat er zwei Boilies gemahlen. Auch das machen wir nach. Allerdings muss ich sagen, er hat hier einmal einen Karamell. Gucken wir mal eben. Karamell. Ne, er hat zweimal Karamell gehabt. Zweimal Karamell. Einmal Pop-Up und einmal normal. Da könnte man jetzt natürlich auch hier so ein Pomor vom Weihnachtsmarkt nehmen. Oder wie gesagt hier Karamell und Karamell Pop-Up. Sind zwei unterschiedliche. Dieser Pop-Up-Effekt, der wirkt hier nicht. Da haben wir dann nach dem Schreddern keinen zusätzlichen Effekt. Ich nehme mal hier die kleinen. So, es reicht ja die kleine Mische.
andere Möglichkeit wäre vielleicht hier dann doch nochmal auf Sahne extra zu gehen und dann hier auf Sahne, die Soluble Sahne, die auflösende Sahne zu nehmen. Denn ich habe nur die 14er. Ich habe nur die 14er. Guck mal, dann nehmen wir hier die 15er. Die Auflösenden wirken halt nochmal mehr. Pop-Up-Effekt, der wirkt halt nicht nochmal zusätzlich. So, dann haben wir das hier zusammen. So, erstmal hier alles noch zusammentüdeln. Ich war ja schon wieder einen Schritt zu weit. Also, wir haben jetzt hier die Rapsamen, wir haben jetzt hier die Feed-Pellet-Sahne und so weiter. Und jetzt haben wir hier die beiden Komponenten, gemahlene, die Boilies sind dann auch mit drin. Und das Ganze mischen wir hier natürlich dann auch nochmal ab mit Sahne. Und dann sind wir hier, glaube ich, sehr schön karamellig, sahnig unterwegs. So, Karakoi nennen wir das Ganze, genau, anfertigen. Und dann kommt das Ganze natürlich erst in das PVA-Netz rein. Wir nehmen hier das etwas größere, so. Und dann gucken wir mal eben nach den Koi-Mischen. So, dann haben wir die nämlich schön alle mit dem Infosatz Koi alle hier für das eine Gewässer. Ach du Schande, was ist denn hier los? Alle für das eine Gewässer hier. Also, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Die Fische haben Bock, allerdings, ja, alles recht durchwachsen. Recht durchwachsen, kreuz und quer, verschiedenste Fische. Bisher größentechnisch noch nicht so der Burner. Aber immerhin gehen hier gerade einige rein. Und so sieht es aus. So war der Anfang. Ja, größentechnisch, ja, tatsächlich noch nicht so richtig gut. Jetzt gucken wir mal natürlich, was macht die Futtermesche? Karakoi, hier ist sie. Und die benutzen wir jetzt hier auf 10 Meter weit raus. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, läuft das hier genauso auch nachts wie mit dem Super Freak? Der hat ja nachts auch immer mal wieder Bock oder weniger Probleme, dass der eben dann auch mal gerne nachts reingeht. Im letzten Video war ich ja auf dem Super Freak Spot beziehungsweise mit einer Köderkombi für den Super Freak, die echt ganz gut funktioniert. Übrigens auch an verschiedenen Spots. Heißt also, auch hier werde ich die mal testen. Die Köder-Kombi. Und jetzt bin ich gespannt, was sich hier tut. Und das Ganze werden wir natürlich jetzt hier erstmal ein bisschen länger testen und probieren und gucken, wie sich das dann spätestens in den Morgenstunden hier ausgewirkt hat. Denn die meisten oder die richtig guten Bissphasen sind ja nach wie vor hier am Kupfersee in den Morgenstunden und in den Abendstunden. Und dementsprechend gucken wir mal, was hier passiert. Und da scheint es auch direkt loszugehen. Na guck. Na guck, das hat gar nicht lange gedauert. Zack. Da ist der erste auch schon direkt wieder drauf. Aber auch noch nichts Besonderes, ne? Also nach der kurzen Zeit. Naja, Dinkelsbühler Leder. Sehr selten, aber natürlich auch sehr, sehr klein. Gerne mehr, auch gerne mehr Dinkelsbühler, denn auch die lohnen sich. Und tatsächlich geht da auch nachts noch was rein. 2.30 Uhr und da ballert doch noch wieder einer rein. Also es geht ein bisschen was. Na, was haben wir da? Jo, schön Aaland. Nicht verkehrt, nehmen wir doch gerne mit. 4,8 Kilo. Der kann sich doch sehen lassen. Und das hier schön auf Karamell. Das schmeckt, ey. Der hatte Bock, schnell wieder raus damit. Sehr schön. Und der ist sogar im Fangbuch mit drin, am Kupfersee, Aaland abgehakt. Das ist natürlich praktisch. Ja, jetzt wird es aber auch langsam Zeit für die Seltenen. Also die, die am Kupfersee ausschließlich zu fangen sind. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Giebel und Karausche und F1-Karpfen. Ja, aber die anderen hier, die Seltenen und die Kois, die wollen wir doch haben. Ja, und da geht es auch schon weiter. Also tatsächlich auch in der Nacht so einigermaßen Aktivität hier kann man doch tatsächlich auch machen. Und ich würde sagen, jetzt so langsam wirkt das auch richtig los hier mit der Futtermische. Also es ist ausreichend Futtermische hier am Spot. Ich würde sagen, so ungefähr 16 bis 18 Bällchen sind jetzt drin. Jetzt so langsam gehe ich gleich mal wieder runter von der Futtermische. Das reicht dann so langsam. Na guck, der nächste Aaland. Also Aaland scheint auch hier mit drauf zu gehen.
Das war hier gerade die Kombi und wir machen mal so langsam auch die Mische, wie gesagt, runter. Wir kommen jetzt so, ja, in die Morgenstunden rein. Das heißt also 4, 5 Uhr kann es auch gerne mal losgehen. Es wird langsam hell. Na, piept sofort weiter. Nee, ne? Noch nicht. Ja, und so sieht es halt aus, ne? Also es sind schon wieder ein paar seltene dabei. Gar nicht so schlecht. Aber eben größentechnisch, das ist noch nicht so ganz das Wahre. Zack, der nächste. Oha, und da sprechen wir doch hier endlich von Größe. So Moquidat, so soll das sein. Der hat auch richtig Bock gehabt, also direkt reingeschossen hier mit Karacho. So soll das doch sein, jawollo. Na, aber so richtig, richtig viel hat er nicht, sonst würde er sich nicht bremsen lassen. Aber, na, vielleicht so 6, 7 Kilo plus vielleicht. Je nachdem, was es ist. Gucken wir mal. Jawollo, der nächste Dinkelsbühler. Gerne mehr von denen. Gerne mehr von denen. Der war ja zuletzt am Spot Nummer 3 ganz aktiv. Und ja, guck, 12,7 Kilo mal eben. Kann man machen. Gar nicht schlecht. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Dinkelsbühler. Auch hier jetzt Futtermische langsam mal runternehmen. Da sollte ja jetzt erstmal genug am Spot sein. So. Zack. Und dann setzen wir uns erstmal noch ein bisschen hin. Und ein bisschen, jawohl, ein bisschen nehmen wir hier den Spot natürlich noch mit. Vor allem einfach Sitzfleisch beweisen. Ne? So kunterbunt, wie das hier jetzt gerade aussieht. Also wirklich, wirklich verschiedenste Sachen dabei. Ist das doch an für sich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er und es piept, glaube ich, auch schon wieder. Knappe 800 Die erste Stunde, knappe 800 Silber hat er geschrieben. Das sieht doch auch richtig gut aus. Und den F1-Karpfen als Trophy mit dabei gehabt, das ist natürlich auch super. Auch ein paar A-Lande hat der Nordlichtguru mit dabei gehabt. Dinkelsbühler, verschiedene Kois. Ja, also ein schön kunterbunter Spot. Das ist schön, so soll das. Zack, direkt geht's weiter hier. Und da geht's auch direkt weiter. Perfekt, ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Einfach mal. Und ein Zeilkarpfen auch dabei. Ja, cool. Also, einfach mal schön kunterbunt hier auf Karamell. Gar nicht verkehrt. Kann man also als nächsten wichtigen Spot hier sich schon mal merken. Wobei die Area ja an sich schon eh bekannt... Alt, Futtermischer runter. Die Area an sich ja schon bekannt war. Allerdings dann eher weiter raus, ne? In Richtung 15 Meter und Richtung 20 Meter raus. Und eben meist, also in den meisten Berichten, auch im Discord, stand halt meist eben diese Stelle hier, dann eben hier in Richtung von dem Baum. Ja, und jetzt hier vorne so auf 10 Meter. Schmeckt. Gefällt mir sehr. Muss man nicht so weit rauswerfen. Super angenehm. Und ja, das lohnt sich, würde ich sagen. Ihr Lümmels, rausziehen die Brocken. Toi, toi, toi. Ich mache jetzt hier noch schön entspannt den Kescher voll. Einfach mal gucken, wie das so den ganzen Tag über hier noch läuft. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf YouTube und auf Twitch ab 19 Uhr. Petri.